sind wir wieder nach einer Woche Wanderung in den Dolomiten. Mit ganz vielen neuen Eindrücken, ganz vielen neuen Muskeln. Muskeln, die wir vorher gar nicht kannten. Jeden Morgen hat man ein wenig geflucht, weil man so früh aufstehen musste. Aber kaum war man unterwegs, ist man entschädigt worden von der grandiosen Aussicht. Unglaubliche Landschaften, sehr, sehr vielfältig. Irgendwie war jeden Tag was Neues. Was wir auch noch gar nicht kannten irgendwie, obwohl wir halt auch schon mal unterwegs waren mit der Oase. Aber es war einfach ganz anders. So geil. Das Wetter ist natürlich grandios. Wenn man sich nur die super Landschaft hier anguckt, hat sich auf jeden Fall gelohnt und ja, war besser könnte es nicht sein. Was war dein Highlight? Eigentlich war die ganze Woche ein Highlight. Auf dem Pitzbue steigen, bei den Wolken sein. Das war echt der Hammer. Ich bin furchtbar stolz auf uns. Super, bravo. Wir waren auf 3152 Meter. Das ist das Wichtige. Der Hüttenwirt von der Moerhütte. Früher habe ich Bergführer gemacht und Skilehrer. Ich freue mich, mit Oase zusammen Partner sein und arbeiten, schon für viele, viele Jahre. Auch immer das Bergfest. Schön Mittagessen mit einem kühlen Getränk und einer leckeren Brotzeit auf dem Berg. Ich glaube, mein Highlight war vorgestern. Wir hatten einen sehr harten Aufstieg über Schotter, was schon ein bisschen herausfordernd war. Und dann stand man da und dann sollte man über den Schotter wieder runter. Aber man sollte nicht laufen, sondern quasi runter surfen. Und es war erst ein bisschen komisch und nachher war es eine Mordsgaudi. Die sind da runter geflogen, gesprungen, gejucht. Das war einfach super. Man kann es nur empfehlen. Alle sollten es einmal gemacht haben. Wir machen es auf jeden Fall wieder.